Hallo meine Süßen! So, jetzt geht es um das neue P2-Sortiment. Ich habe mir ein paar Dinge gekauft und aus der Spring Bleeze LE und aus dieser anderen 10-Jahres-LE. 10 Jahre sind es, glaube ich. Ja, ich fange mal mit dem 10-Jahres, mit der 10-Jahres-LE an. Da habe ich mir diesen Nagellack hier nur gekauft. Das ist die Farbe Break the Rules. Ja, der hat keinen Glitzer oder so enthalten. Den habe ich euch natürlich wieder auf den Nagelrad geswatcht. Und zwar ist es diese Farbe hier. Ich finde, es ist so ein schönes Pink-Lila. Und hier habe ich das mit diesem Glitter-Topper mal ausprobiert. Ja, der hat ganz normal 1,55 Euro gekostet. Dann habe ich mir aus der Spring Bleeze LE den Kabuki gekauft. Ich weiß noch nicht ganz genau, für welche Zwecke ich den verwenden soll, aber der wurde ja so gehypt und ja, ich werde auf jeden Fall noch eine Verwendung für den finden. Der hat so um die 3 Euro gekostet. Dann habe ich mir aus der P2 Spring Bleeze LE diesen Correcting Illuminating Puderperlen da gekauft. Die haben auch so um die 3 Euro gekostet und die haben diese Perlen, die haben verschiedene Farben und jede davon hat eine Funktion. Ja, und es ist dann ja wie so ein Puder. Ja, nur halt schon ziemlich transparent, würde ich sagen. Und hat auch noch so einen kleinen Schimmer mit drin. Da finde ich die Verpackung eigentlich echt auch total putzig. Dann habe ich mir das neue Sortiment angeguckt. Ich war sehr überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Weil ich gar nicht wusste, dass P2 ein neues Sortiment rausbringt. Aber es waren echt tolle Sachen dabei. Also ich habe mir auf jeden Fall 2 Lippenstifte gekauft. Ja, ich zeige euch die Dinge jetzt einfach alle mal. Was fange ich denn an? Mit diesen Schätzchen hier. Ich stehe ja zurzeit total auf Creme-Lidschatten, Creme-Blushes, alles was cremig ist und mit Creme zu tun hat. Und dann habe ich eben diese Super Stay Eye Creams entdeckt vom P2. Die sind auch neu im Sortiment. Habe ich mir einmal die 010 und die 020 geholt. Ja. Die sind wasserfest. Und sollen bis zu 16 Stunden halten. Also es ist jetzt die 010 Sandy Beach. Ich kann die euch auch mal swatchen. Die sind ein bisschen schwierig mit dem Auftragen, würde ich sagen. Also sie sind schon sehr cremig, aber ihr müsst sie schon sehr, sehr schnell verblenden. Ja, aber sie haben einen sehr, sehr schönen Schimmer. Die haben, glaube ich, 3,50 Euro oder so gekostet, so ungefähr. Und die andere Farbe, ihr seht schon, ich habe schon benutzt. Den habe ich auch heute in der Lidfalte. Das ist die Farbe Pure Earth. Den kann ich euch auch swatchen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Also mir gefallen die wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht werde ich mir auch noch welche von denen holen. Also. Das ist Pure Earth und das ist Sandy Beach. Ihr seht, die haben einen schönen Schimmer drin und ja, man merkt auch richtig, wenn man zu langsam verblendet, dann kann man sie nicht mehr verblenden und dann halten die wirklich bombenfest. Also ich mag die bis jetzt schon auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also ich kann die euch auf jeden Fall schon empfehlen. Dann haben sie noch die Brilliant Shine Eye Creams neu im Sortiment. Ja, da gibt es aber eher so, das sind ja eher so Champagnertöne und so ein Braunrotton. Und da gibt es eher nur so ein Türkis und so Farben eben, das ist ein bisschen knalliger und da stehe ich ja nicht so drauf. Und das war so die einzige Farbe, die so ein bisschen neutraler war und das ist die Farbe Cheeky Copper. Und das sind wie gesagt auch so Creme-Lidschatten und die sind wirklich buttrig weich und hammergut pigmentiert und haben einen Glanz, das glaubt ihr gar nicht, da seht ihr ihn. Sieht doch hammer aus, oder? Und ihr braucht so wenig davon. Ach so, ich bin so begeistert. Und auch wirklich buttrig weich. Und seht ihr diesen Schimmer? Oh. Und ich glaube, die haben 2,25 Euro oder so gekostet. Bitte P2 bringt da noch andere, natürlichere Farben raus. Dann hole ich mir die auf jeden Fall alle. Aber diese knalligen Farben sind eben nichts für mich. Und wenn ihr so auf, ja, das ist so ein bisschen orange, Kupfer. Ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall den mal angucken. Ist echt top. Dann, auf jeden Fall habe ich mir 2 Lippenstifte gekauft. Die haben jetzt ein neues Design. Und zwar sehen die jetzt so aus.
Und da habe ich mir zwei Farben mitgenommen. Einmal Onion Squaw. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr mal ein Video über meine ganzen P2-Lippenstifte haben wollt. Mit Lippenswatches oder ohne. Ich habe nämlich, glaube ich, 10, 11 Stück von P2. Und die Farbe Carnaby Street. Die kosten immer noch 1,95 €. Und wie gesagt, die hat auch wieder dieses... Und das ist so ein rosa mit so einem leichten, lila Anteil. Aber wirklich wunderschön. Auch super schöne Sommerfarben. Wieder cremig, aber diesmal nicht zu cremig, wie die vorher im Sortiment. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Kosten immer noch, wie gesagt, 1,95 €. Und wenn ihr ein P2-Lippenstift-Video sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Mit oder ohne Lippenswatches. Ja. Jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt. Mein allerliebstes Produkt von dem neuen Sortiment ist die P2 Lash Diviner Perfect Eyes Mascara. Habe ich heute auch wieder drauf. Ich liebe diese Mascara. Ich werde die mir, glaube ich, nur noch kaufen. Also die war auch ziemlich günstig. Die hat 2,25 € oder so gekostet. Und ich habe sie mir mitgenommen, weil sie dieses Bürstchen hier hat. Das so ein bisschen auch wie von Maybelline False Lashes oder so ähnlich sieht, finde ich. Und die macht so geile Wimpern. So richtig schwarz und voluminös und ja, dichter und getrennter und aber auch ein bisschen klebrig. Und also genau die Mascara, also so eine Mascara habe ich gesucht und die ist auf jeden Fall jetzt schon meine allerliebste Mascara. Also seit ich sie habe, habe ich sie nur verwendet und ich möchte auch die anderen gar nicht mehr verwenden, weil die einfach so toll ist. Die macht genau das Ergebnis, was ich haben möchte. Und was will man mehr, ne? Und für 2,25 €, also... Guckt euch das neue P2-Sortiment an. Es sind viele interessante Dinge dabei. Jetzt kommt noch ein kleiner Mini-Haul mit Sachen, die ich jetzt nicht so kategorieren möchte. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das sind die Dinge von P2, wie gesagt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.